Ja, liebe Leute, Neues vom ESB. Der Entsorgungsbetrieb Bocholt hat vorgeschlagen, dass wir demnächst zu der grauen, der braunen und der blauen Tonne auch noch die gelbe Tonne bekommen. Die gelbe Tonne hat entscheidende Vorteile. Sie ist sauberer, auch sauberer in der Abfuhr. Wir kennen das alle von den gelben Säcken. Wenn man die dort irgendwo lagert, die reißen schon mal schnell, dann stinkt es auch sehr schnell. Vorteil der gelben Säcke, sie sind leichter zu lagern und man kann beliebig viele an den Straßenrand stellen, was vielleicht aber auch ein Problem in der Abfuhr ist. Die gelbe Tonne wird natürlich irgendwo eine Beschränkung haben, das heißt also, da passt nicht mehr rein, als rein passt und damit muss man dann halt zurechtkommen und was natürlich auch nochmal ein Nachteil der gelben Tonne ist, man muss auch mal Platz schaffen. Inzwischen, wie man sieht, verbraucht so eine Batterie eine ganze Menge am Platz. Aber es wird kommen, wenn auch erstmal wahrscheinlich ab 2020. Bis dahin gilt es noch ein paar Verträge zu erfüllen. Und dann heißt es, aller guten Dinge sind vier.